Thomas, 1:1 im Duell gegen den SVW, wie fällt die Spielwertung aus? Boah, ich denke, es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben am Anfang ein bisschen gebraucht, bis wir im Spiel waren. Die ersten 15 Minuten haben wir so ein bisschen abgetastet mit dem Gegner. Ich denke, da sind wir besser ins Spiel gekommen, haben dann aus dem Nichts eigentlich das 1:0 bekommen. Ich denke, wir haben so ein gutes Spiel gemacht, haben es auch in der ersten Halbzeit phasenweise sehr gut gespielt, hätten dann auch vor der Halbzeitpause mit den 2-3 Möglichkeiten, die wir gehabt haben, auch durchaus den Ausgleich früher machen hätten können. In der zweiten Halbzeit machen wir dann das Tor, haben dann also 5-6 Minuten Tiefschlaf gehabt, wo der Gegner nochmal 2-3 gute Möglichkeiten vom Tor gehabt hat, sehr gute Möglichkeiten sogar. Zum Schluss den Innenpfosten, okay, im Endeffekt muss man vielleicht sagen, dass das Ergebnis in Ordnung ging, keine Frage. Wir hatten sicherlich ein bisschen mehr Spielanteile gehabt, aber unterm Strich geht das Spiel in Ordnung. Aber so bin ich mit der Leistung der Mannschaft, mit dem Spielerischen eigentlich zufrieden. In der Brit-Arena und vor so vielen Zuschauern spielt er nicht alltäglich. Wie war das für euch heute so? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mehr erwartet. Aber ich glaube, für die Jungs war es erstmal toll, hier zu spielen. Keine Frage. Das ist ja irgendwo das Ziel von den Jungs, auch dann irgendwo mal dauerhaft hier zu spielen. Keine Frage. Soll ja nicht nur irgendwie ein kurzer Abstecher sein. Es war, denke ich mal, auch für den SV Wiesbaden auch ein guter Ort nebendran. Gott sei Dank, muss man sagen, haben wir nicht verloren. Keine Frage. Ja. Sonst hätten wir uns vom Verein was anhören müssen. Aber ja, es war ein Erlebnis, keine Frage. Für die Jungs muss es halt in Zukunft bedeuten, dann dauerhaft hier spielen zu wollen. Klar, anstatt auf dem Hallwerk bei uns. Und vielleicht schaffen wir es ja den einen oder anderen dann doch noch zu platzieren. Einige Akteure heute auf Seiten des Gegners haben auch eine SV in Wiesbaden Vergangenheit. Und du hast auch mit einigen noch zusammengespielt und so. Gibt es da noch eine gemeinsame dritte Halbzeit oder was muss man sich da vorstellen? Nee, also eine gemeinsame dritte Halbzeit gibt es sicherlich nicht, das kann ich sagen. Ich glaube, es waren 2 oder 3 Spiele, die ich nicht irgendwie gekannt habe. Entweder vom Zusammenspiel oder als Trainer. Also das war sicherlich alte Weggefährte nochmal zu treffen, keine Frage. Ja. Also wie gesagt, mit dem einen oder anderen habe ich zusammengespielt, aber ich habe es den Jungs auch vorm Spiel gesagt. Ja. Freunde hin oder her oder Bekannte hin oder her, ja, wenn im Endeffekt dann der mir ins Gesicht lacht und wir haben nicht die 3 Punkte, sondern die haben sie, ist das natürlich, kann der gute Freund auch ein schlechter Freund mal sein. Ja. Also wie gesagt, war schön, aber wir haben ja noch ein Rückspiel. Vielleicht packen wir es dann 20 Meter nebendran. Dankeschön. Bitte.